hinter dem Kulissen. Was für ein verrücktes Format heute auf Lauf, denn das ist ganz neu. Trendyvonne mit Tina live und aktuell. Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Shopping Queen Freunde, ich begrüße Sie recht herzlich im Namen von Trendyvonne, dem Lifestyle Magazin und den PM7 Studios Augsburg. Wir haben heute hinter den Kulissen eine Special-Folge von Shopping Queen, freigegeben von RTL und Vox. Und das ist was ganz Besonderes. Ich bin die Moderatorin Tina Schüssler und ich stelle euch gleich mal vor, unsere erste Kandidatin Tanja! Unsere zweite Kandidatin, die Berna! Die Reihenfolge seht ihr ja selber, ihr habt wahrscheinlich die Ausstrahlung schon gesehen, spielt jetzt hier keine Rolle im Interview. Unsere Carla! Unsere Shopping Queen! Svetlana! Und wir haben unsere Lydia! Sie nicht ganz von Augsburg, ich gehe von Eichach, Lydia. Aber immerhin habe ich es gemeistert. Die 3 Kilometer, was zu viel waren. Ich habe so Angst gehabt, wie der Stau auf der Autobahn. Nee, ich habe es geschafft. Lydia hat es geschafft, darüber freuen wir uns. The last but not least, unsere Tina. Hätte ich ganz vergessen. Genau, wir sind die 5 Kandidatinnen von Shopping Queen, von der aktuellen Ausgabe, die vom 22. bis zum 26.05. gelaufen ist. Also Muskelschwäche? Ja. Obwohl ich ständig mein Kind in den Armen habe. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Aber nicht kopfüber. Ja. Oh. Ja. Heute ist der 27. und Premiere für euch mit Trendyvonne, Shopping Queen, und dazu brauchen wir unsere Jana. Jana gehört auch zu Trendyvonne. Wir zwei machen das neue Format. Freue mich drauf auf meine tolle Kollegin und ich überreiche das Mikrofon, denn du hast was ganz Schönes dabei. Genau, wir haben uns nämlich ein paar spannende Fragen überlegt, wie denn die Shopping Queen Woche so gelaufen ist. So, ich würde mal die erste Frage einfach gleich an die Tina geben. Ach, hast du dir nach deinem Shopping-Tag Chancen auf den Sieg ausgerechnet? Ja, die Frage passt super zu mir, denn genau ich habe gesagt von Anfang an, bevor es schon klar war, dass ich damit mache, ich werde ganz bestimmt nicht die Shopping Queen. Also die Meute ist jetzt unterwegs zu Guido. Kreisch, kreisch. Zeig mal deine Nägel. Zeigt eure Nägel. Alle Nägel einzeln. Und ich danke allen Kandidatinnen, dass sie mir so toll geholfen haben. Ich wusste ja nicht mal, wie man Nagellack aufträgt. Gierig. Naja, für das, dass ich das nicht mache, kann ich es doch ganz gut, gell? Nicht so wie ihr. Ich gehe jetzt zum Nägel machen. Ich mache meine Nägel selber. Ja, also die Mädels haben mir echt sehr, sehr viel gezeigt. Vielen Dank für die ganzen Lifestyle-Tipps. Eine Frage an Jana. Und zwar, wie ist es für dich, hier die Shopping Queen Mädels Verein sitzen zu sehen? Also ich finde es total cool. Ich habe jetzt auch die Woche schon gesehen und es ist wirklich Wahnsinn, das im Fernsehen zu sehen und dann die Mädels hier nochmal live. Also es ist wirklich was ganz Besonderes und alles total liebe Mädels und freue mich unglaublich. Die neuen Promis, würde ich sagen. Wir haben uns einfach richtig lieb und das sieht man, glaube ich, auch. Und das Format Shopping Queen ist was ganz Besonderes. Wir können es, glaube ich, alle nur empfehlen. Bewerbt euch, macht mit. Wie bist du mit deiner Platzierung zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Platzierung und ich habe mich gefreut, dass eben unsere Carla Shopping Queen geworden ist. Das hat mich echt gefreut. Und auf meine Platzierung Nummer 2, ja, habe ich mich echt gefreut, vor allen Dingen, weil ich ja der Groupie bin von allen. Die Lydia ist die älteste, aber die verrückteste. Das muss man ja schon mal sagen. Hallo Leute, hier stehen wir vor der Olivia Jones Bar und da werden wir jetzt reingehen und uns eingenehmigen. An der Stelle gleich, Lydia will ins Dschungelcamp. Ja, also wenn die richtigen Leute zuschauen. Ja, das unbedingt. Jetzt nochmal her.
Ja, ich bin ein Dschungelcamp-Fan und ich würde mich so freuen, ins Dschungelcamp zu kommen. Vor allen Dingen die Herausforderung, diese Aufgaben zu machen, das reizt mich. Und wenn irgendjemand da sitzt und mich hört, vielleicht hier bei mir melden. Danke. Die Kontaktdaten bekommt ihr über 21. Ja, angeblendet. Eine Frage an Bernd. Hau raus. Wie kommt es dazu, dass du so leckere Kuchen machst? Ist das dein Hobby? Es ist meine Leidenschaft, dass ich zum Hobby gemacht habe. Und es schmeckt jedem. Ja, toll. Ja. Besten Kuchen in Augsburg. Ja. Also ich habe schon mal Bestellung abgegeben gehabt und es war wirklich lecker. Also wir blenden das genauso ein wie ihr. Ja. Ja. Wir haben doch eins da. Die Diana holt mal schnell, was ich schon geschenkt bekommen habe heute von der Banner. Und die macht so tolle Sachen. Die macht Eis, also Kuchen am Stiel, Cake und Stiel, ja, oder? Ja, Letter und Number Cakes. Letter und Number Cakes, genau. Also noch viel, viel mehr. Wie war es, Guido Maria Kretschmer persönlich zu treffen? Ja. War natürlich ein ganz besonderes Highlight. Ich habe auch sehr viel geweint. Ich freue mich, dass ihr so eine tolle Frau an eurer Seite habt. Und großes Glück, tolle Frau. Ich bin ein großer Fan. Danke. Und wenn die Mutter die Spinne isst, können wir es nicht ändern. Mit Sakai. Ja. Wie man vielleicht gesehen hat, weil ein sehr... Wie soll man sagen, ich habe noch nie so einen Menschen getroffen, der so eine Wärme ausstrahlt, wenn er in den Raum kommt. Mhm. Und der gibt wirklich einem das Gefühl, was, also besonders ist jetzt vielleicht die falsche Wortwahl, aber dass er dich sieht, wie du bist. Und das fand ich ganz toll, dass er in diesen Zusammenschnitten eben von jedem von uns erkannt hat, was wir für eine Persönlichkeit sind. Und es war uns ja auch sehr wichtig, dass wir einfach uns treu geblieben sind. Er hat es gesehen und er mochte uns sehr. Also der war ja verliebt in uns alle. Königin, Queen Mom sozusagen. War geil. Also hat sich gelohnt, nur für Guido mitzumachen bei Shopping Queen. Ja, also Guido, ich glaube, das können wir alle bezahlen. Ja. Ist so ein ganz toller, ehrlicher Mensch und das ist auch ganz wichtig, in diesem Format jetzt auch zu sagen, Guido ist real, so wie das Format auch. Nichts ist gefaked, nichts ist gestellt und man spürt einfach die Herzlichkeit des ganzen Teams, der ganzen Crew. Danke, Claudia. Der Kandidatinnen war für dich erstens die lustigste und warum? Oh, lustig, das waren wir alle. Das ist jetzt wirklich aber natürlich da. Sie hat so eine Energie, sage ich euch, und hat, wenn wir mal so ein bisschen so unter Sturm waren und gesagt haben, boah, das geht nicht. So, ja, weiter geht's. Und war einfach lustig und also auf jeden Fall du. Wir lieben Tina. Ja, wir lieben Tina. Hast danke du gemacht, dir für die Tina. Ja. Das sind so eine süße meine Kandidatinnen mit und die sind alle so lieb und es macht so viel Spaß. Zweitens, die Modebewussteste. Da gebe ich der Carla auf jeden Fall die Anzahl. Ja. Das war die beste Woche auch. Drittens, die chilligste. Da schaue ich nur darüber. Ist so entspannt. Ihr habt uns so ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Ich hätte es wirklich nicht erwartet. Ja. Ihr wart alles super, wir hatten alle so eine schöne Zeit. Und absolut. Ja, tiefenentspannt. Ja, total entspannt. Ja. Und dann gucken und sagen, okay, da komme ich wieder runter. Tanja war so unser Ruhepol. Ja, finde ich auch. Also deshalb war von jedem wirklich etwas dabei. Felix, die interessanteste. Liebe Lydia, da haben wir es wieder. Interessant ist es einfach, weil die Frau jedes Mal für Überraschungen offen ist. Ja. Das ist die Lydia, das ist die Älteste. Die Lydia ist 63 Jahre alt. Du kannst alles tragen, jede Farbe und egal ob Hose, Rock, Kleid, sogar sehr schicke Sachen, das steht dir auch einfach absolut gut. Ja, aber ich war schon immer Paradiesvogel, von daher war ich immer verrückte Nudel. Und wie gesagt, da haust du auf jede 20-, 30-Jährige. Wow! Ja. Danke! Was war dein emotionalster Moment? Ah, oh, pass auf. Also ich würde sagen, ich bin am Dienstag, hatte ich meinen 30. Geburtstag und wir waren bei der lieben Tina. Wo ich reingegangen bin, haben die ganzen Mädels und die ganze Crew auf mich gewartet mit fetten Ballons, mit einer Torte, mit Konfetti, mit allem drum und dran. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe es gar nicht erwartet. Vor allem nicht von Menschen, die ich vor gefühlt 2 Tagen kennengelernt habe. Und so, also jetzt gehen wir. Mädels, wo gehen wir hin? Essen! Essen!
Wer hat am meisten Hunger? Lydia wieder. Ich sowieso. Lydia hat am meisten Hunger. Tanja muss bestellen, oder? Ja, bestellen. Und du zahlst. Ich zahle. Ja, wunderbar, die Sache läuft. Ich zahle. Das war so toll, ich habe natürlich auch geweint, ihr habt es ja gesehen. Und das war so ein Moment, wo ich sage, okay, das wird mein Leben lang in meiner Erinnerung bleiben. Und da werde ich jetzt mal schön freuen, wenn ich dran denke. Tolle Erinnerungen. Ja. Dankeschön nochmal an dieser Stelle, das war echt, echt toll. Wie sehr hast du dich auf deine Kandidatinnen beim ersten Kennenlernen gefreut? Also das war schon hart, weil du kennst wirklich keinen, das ist wirklich so, man hat uns versteckt. Also ich war im Keller gesessen. So geil, Leute. Ich bin ja mitten im Dreh und wo drehe ich? Im Keller. Total strange. Das wird echt verrückt, ja. Also, bei Tanja, wir haben ja den ersten Tag bei Tanja gehabt, also wir kannten uns nicht. Und dann war es wirklich so, also ich war die erste auch in dem Vorinterview, dann stand ich bei gefühlt 10 Grad minus in der Kälte und es war so kalt. Es war so kalt. Dass mir Tränen aus den Augen laufen sind, ich habe es nicht gespürt, so weil die Kälte so gleich, und dann habe ich immer weggewischt und der Kameramann hat immer gesagt, mach mal deine Tränen weg, und dann habe ich gesagt, ich weine schon vor Rührung, bevor ich dann die erste Kandidatin kennenlerne. Nee, und dann war es wirklich so, dann musste ich aus dem Kuvert, und das mussten wir, glaube ich, alle machen, ja? Genau, haben wir aus dem Kuvert haben wir ja dann eben die Tanja gezogen mit der Spinne auf der Hand. Das war ja schon hardcore, das war mega. Und dann natürlich Tanja zu beschreiben, ja, wie ist das so für dich jetzt, was denkst du mit der Spinne? Dann habe ich gesagt, naja, wenn sie die Spinne an der Leine hat, dann ist alles in Ordnung. Gell? Aber es war einfach mega stark, und wie man ja auch im Film sieht, ja, wir sind dann wirklich zusammengetroffen. Also ich war im Keller, du warst, glaube ich, der war in der Garage. Ich? Ich war in der Garage. Wo warst du? Ganz oben, also ich war im Dachgeschoss. Du, Lydia? Wir haben uns getroffen im Keller. Wir waren im Keller. Echt? Nein, vergiss es. Ich habe keinen vorher. Ich war auch unten im Keller. Ich habe wirklich keinen, bevor ich bei der Tanja. Ich war die erste Jahr. Ich habe dich nicht gesehen. Sieht man ja auch im Film. Ich bin bei der Tanja rein. Oder warst du im Erdgeschoss? Nee, ich war unten. Es ging runter im Keller. Da war ich alleine. Mhm. Oh Gott. Ich war im Keller, ja. Wir sind allein. Genau, dann sind wir eben, wie man es ja sieht im Film, sind wir dann zu Tanja rein, und das war einfach toll, die Tanja dann zu sehen, und die hat mich auch so herzlich warm empfangen dann gleich. Dann denken wir, okay, die erste, die passt schon. Hallo. Die Titania und die Tina, das heißt Doppel-T. Doppel-T im Park. Ich kann was zweites sehen, genau, die Lydia, genau. Da haben wir gedacht, ja, Lydia, die ist tough, ey. Die ist cool, ja, weil so, man sieht sie ja, wie sie ist, ne? Also einfach, die ist, wie sie ist, und denkt man, okay, Lydia passt auch schon mal. Dann kamst du? Genau, sie kam. Da habe ich mir gedacht, boah, da läuft die Shopping Queen ein. Und da musste ich, das ist sie. Ich habe nie vergessen, wo ich reingekommen bin, und du warst halt, was hast du für lange Beine? Ja, wir saßen ja auf dem Sofa, Lydia und ich, und dann kam Carla. Ich habe eigentlich nur Hüfte gesehen. So, erstmal, du warst halt einfach 2 Stock höher wie hier. Ne? Also, das ist ja auch riesengroß, gell? Und dann denken wir, okay, das wird der Jumping Queen. Das war echt witzig, weil ich mir dachte, okay, wer wird jetzt drin sein, wenn ich reinlaufe? Und dann sehe ich sie nur so, was hast du für lange Beine? Das war so toll, also das war echt nett. Auch mega coole Begegnung, halt die erste, und da hatte ich echt mega Angst, wenn ich da reinkomme und schon irgendjemanden sehe, der mit Augen rollt oder so, aber das war einfach so toll und so witzig. Mhm. Da war ich gleich gechillt, da dachte ich mir, okay, das wird nur gut sein, also das kann ja nicht schief laufen. Ja, wir wussten ja nicht, wie wir alle zueinander sind, und dann kam Bernhard noch rein, und Bernhard, da haben wir gedacht, oh, das ist auch eine kleine Luxus-Queen. Da haben wir gedacht, mit Bernhard wird es dann auch schwer. Und so war es eigentlich für mich klar, also ich werde niemals Shopping Queen, aber hier die Mädels, das sind auf jeden Fall starke Konkurrentinnen. Und dann ging es eigentlich ganz schnell, dann haben wir uns eigentlich sofort, das ging wirklich schnell. Also ich glaube, das hat gefunkt. Also Tanja haben wir dann so herzlich auch verabschiedet. Für mich war das aber ganz schlimm am ersten Tag. Ja, dass die weg musste. Ich musste ja weg, ich habe mich ja gar nicht kennengelernt. Ja, das stimmt. Ja. Und dann musste ich euch in meiner Wohnung lassen. Ich hatte ja Angst, dass ihr meine Wohnung wieder verlasst wegen den Spinnen, weil wir ja Parfümspinnen haben. Du, das war ja jedermanns Sache. Und dann am Abend eben, als ich nach Hause gekommen bin, hat mir ja mein Freund alles erzählt, wie ihr wart und so. Und ich war richtig neidisch auf ihn, weil ich mir dachte, du dummer Punkt, 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 du hast alles schon kennengelernt und ich nicht. Ich war ein bisschen neidisch. Ja, ja. Wir hatten Spaß mit Marc. Ja, glaube ich. Genau. Lass gleich weitermachen.
Was wäre dein Wunschwort gewesen? Blazer. Ich liebe Blazer. Sieht man vielleicht heute auch. Ja. Und du hast aber 50 Shades of Pink zu Hause dann, oder? Von den Blazern. Ja, ich habe jetzt den und dann den magentafarbenen eben. Das war ja auch unser Motto, Viva Magenta. Mhm. Genau, und dann noch die restlichen 1000 Farben, die existieren. Und eine Farbpalette in Pink, Rosé. Blazer geht immer. Immer. Ja, immer. Wie war es, Guido persönlich kennenzulernen? Also ich glaube, ihr könnt es da alle bestätigen. Mhm. Es war so schön. Mhm. Weil er wirklich so war, wie wir ihn eben vom Fernsehen kennen. Er war so herzlich und er hatte wirklich zu uns jedem etwas gesagt, was gestimmt hat. Also zu unserer Persönlichkeit und wie wir sind und wie er uns erlebt hat. Und auch gesagt, dass wir als Team ganz toll sind. Und wirklich danach hatten wir noch die Möglichkeit gehabt, mit ihm unterhalten zu können und zu reden. Da musste er aber leider wieder weg. Aber es war eine sehr schöne Begegnung. Es war toll. Und Leute, seine Haut. Hast du ihn angefasst? Was? Hey, das haben wir gar nicht mitbekommen. Nein, aber ich habe gleich gesagt, was ist das für eine Haut? Der strahlt, er glänzt. Seine Skincare ist 10 von 10. Und ich dachte mir so, Guido, drop mal die Skincare-Routine. Das war echt mega, also das muss ich echt sagen. So ein gepflegter Mann, wirklich. Also der ist warm und herzlich und alles, aber auch sehr gepflegt. Sehr, sehr gepflegt. Das muss ich nochmal loswerden. Genau, da fällt mir gerade was ein, ich weiß nicht, ob es in den Fragen ist, aber das müssen wir erwähnen, viele fragen ja immer, ist das echt bei Shopping Queen, dass man wirklich den Guido trifft, also bei uns war es echt, ja. Ist gleich. Er hatte auch keinerlei Berührungsängste, absolut nicht. Also wenn wir gesagt haben, du, Foto. Können wir ein Foto machen, dann kam er und so, ja klar, komm, hat er dich direkt gleich in den Arm genommen. Aber er hat auch viel, er hat auch viel privat erzählt zwischendrin, wenn die Kamera nicht gelaufen ist. Ja. Das hat ihn halt so sympathisch gemacht, dass er dann einfach irgendeine Geschichte von sich erzählt. Auch dieses Nahbare, dass er viel aus seinem Privatleben erzählt, das macht ihn halt so, als wäre er so der beste Freund oder der Onkel, den man in der Familie hat, den man am liebsten hat, immer bei so Familienfeiern. Sehr bodenständig. So ist der Guido halt einfach gar nicht abgehoben, der denkt nicht, er ist was Besseres oder so, sondern der wird auch mit unserem Bier trinken gehen danach. Ja. Also so ist der einfach. Ja. Was war dein Ziel, dein Outfit zu finden bei deinem Shopping-Tag und hat es geklappt? Naja, ich wollte wirklich, weil ich dachte da auch ein bisschen an den Presseball, dass ich mir ein Cocktailkleid aussuche und High Heels dazu. Das war eigentlich mein Ziel. Und dann bin ich in den ersten Laden bei Schmied eben und wie man sieht, ich habe kein Cocktailkleid gefunden. Es war einfach nichts da, außer der Blazer dann und ein Hosenanzug. Und dann denke ich mal, gut, ich muss zuschlagen, weil ich weiß ja nicht, was bei Modehaus Jung dann, was es da weitergibt. Na, und dann, die Zeit läuft, die Zeit tickt, das ist auch echt bei Shopping Queen. Also das laufen wirklich die 4 Stunden ab und wenn die Zeit rum ist, ist die Zeit rum. Da wird dir nichts geschenkt. I'm the Shopping Queen. Tina ist the Shopping Queen. Warst du an deinem Shopping-Tag nervöser als an den anderen Drehtagen? Ja klar, ich war natürlich nervös, vor allen Dingen, weil ich ja 1,54 groß bin, und ich habe wirklich so eine Panik, dass ich die Hosenlänge, die Ärmellänge, dass ich da extra noch zum Schneider muss und das ändern muss. Und von der Zeit her, vom Zeitdruck her, war es bei mir echt, da war ich total nervös und ich war auch nervös, nicht das Richtige zu finden. Wir sind gerade am Haferflocken-Kekse essen. Sondern dass ich das dann vielleicht später zu Hause gar nicht mehr anziehe, sondern ich möchte wirklich was finden, was ich dann auch noch trage. Ja? Hast du Zwischenfragen, Jana? Jetzt, wo wir da so sitzen, weil wir kennen uns ja, das ist schon langweilig jetzt bei uns, aber bei dir, du siehst uns ja heute so das erste Mal. Ja, was ich für eine Frage hätte, habt ihr euch eigentlich gleich von Anhieb gut verstanden? Oder war das am Anfang noch so, dass ihr dachtet, wer ist jetzt wer und... Ich weiß nicht wer, also ich glaube Berna hatte am Anfang gleich den Interview alleine und wir waren zu dritt in der Küche und da haben wir schon miteinander gequatscht, geredet, wer wo wohnt, wer was macht, wer welche Hobbys hat oder irgendwie haben wir zwei festgestellt, dass wir auch ganz viele Leute kennen, gemeinsame. Ja. Und da haben wir uns eigentlich voll gut am Anfang dann verstanden, finde ich. Ey Leute, es ist gar nicht so lustig mit den Mädels hier in Hamburg, weil ich bin hier anständig mit meinem Wasser und die Mädels hier, schaut's mit die Taschen rein.
Zeig dein Gesicht. Nein. Nein, tu es nicht. Wo sind sie? Was ganz Besonderes. Finde ich auch. Also, es war, also, wir waren ja zwei, dann durften dann deine Garderobe durchwühlen. Ja. Und dann warst du weg und sagst, oh, jetzt ist es richtig schön angenehm. Und ich hatte schon, also schon ein bisschen Angst. Also, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wer kommt da? Mhm. Und gibt es einen Zickenkrieg? Mhm. Gönnt der einem den anderen nichts? Der Penny auf der Reeperbahn, schaut mal her. Das ist überall, ist da Leute, glaube ich. So ja. Und so, es war schon. Aber es hat sich zum Glück nicht bestätigt. Es war im Gegenteil sogar sehr, sehr positiv. Oh, du bist so hübsch. Hast du gemacht? Ich stimme natürlich zu, so war es auch. Und man muss jetzt auch dazu sagen, ich glaube, bei uns war es auch wirklich so, dass es einfach jedem nur wichtig war, eine schöne Zeit zu haben. Also, ich würde mal sagen, unsere Reise kam leider zu Ende, aber es war so scheiß geil. Yes. Es war so eine geile Zeit und wir waren so eine tolle Truppe. Ja, und ich bereue keine einzige Sekunde. Kein Zickenkrieg oder sonst was, weil das ist so unnötig zwischen Frauen, dass man sich anzickt, weil wieso sollte man das machen? Man kann sich ja gegenseitig unterstützen, sich feiern dafür, einfach wie man ist. Deswegen, ich bin gar kein Fan davon. Ich bin froh, dass ihr auch kein Fan davon seid, weil das wäre der absolute Horror für mich gewesen. So, wie war es für dich, dass du dich selber im Fernseher siehst? Boah, also ich muss sagen, die ganzen letzten paar Jahre habe ich immer Angst gehabt, irgendwie mich irgendwo zu bewerben, weil ich immer Angst wegen meinem Deutsch hatte. Ich dachte mir jedes Mal, boah, nee, du blamierst dich wieder, du redest nicht so sauber oder so schön, wie ich es wollte. Was hast du gerade gesagt? Kannst du mir wiederholen? Bitte, bitte Übersetzung einblenden für die ganzen Zuschauer. Mit Untertitel. Nee, weil ich bin seit 8 Jahren in Deutschland und das fiel mir immer schwer. Aber dann, wo ich mich gesehen habe, auch immer an den Drehtagen immer dazwischen so, komm, hey, Kameramann, zeig mir kurz ein paar Sachen, zeig mir mal, wie ich da aussehe. Nee, ich brauche Socken. Wenn, dann brauche ich Socken. Das ist los. Was mir nur leid getan hat, dass wir haben so viel gedreht und so viel Material gemacht. Also wir waren echt witzig. Wir haben so viele... Man hätte eine Serie draus machen können. Ja, wir hatten so viele coole Ideen jedes Mal. Gucci Gang, 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 Gucci Gang. So, ich habe die Idee, du nimmst jetzt die Karten, gibst sie mal 2 Stück, jetzt machen wir die schnelle Fragerunde, damit es hier nicht langweilig wird. So, bereitet euch vor, oh, jetzt geht's gleich rund und wir fangen an mit der Tanja. Danke. Oh, eine Frage an Tanja. Das bin ich. Ja komm, das machen wir nicht. Dann nimm du die Tanja-Frage, wir tauschen. Genau, wir haben genug Fragen. Sascha, okay, macht nichts. Wie war der Ausflug nach Hamburg? Das schönste Erlebnis. Hamburg war super. Hat richtig Spaß gemacht mit den Mädels. Viel zu kurz leider, weil wir doch dann einen ganzen Tag fast gedreht haben. Oh yes, wir sind drin. Wir sind jetzt drin bei hier, ne? Und gehen jetzt dann gleich hier weiter. Nee, ich glaube eigentlich der Kiez-Ausflug war das schönste so. Wollen was los hier? Also es wird halt nie langweilig, auch da, wo wir in diesem, wie heißt es, Zuritze oder so waren. Das war sehr witzig. Das war natürlich unser Zuritze. Da ist die Tina etwas flippig gewesen, würde ich sagen, in der Ritze. Da hat sie dann auf einmal Alkohol getrunken und eine Zigarette geraucht. So kannte sie gar nicht. Oh, jetzt kommt's auf, jetzt kommt's auf. Tina hat Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht. Oh no. Oh no. Hey, 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 sind die Mädels von Shopping Queen. Wir sind gerade in der Ritze. War die Drehwoche für dich anstrengend? Ja. Oh. Aber auch nicht, weil, wie gesagt, weil wir hatten wirklich so viel Spaß, aber wir haben lang gedreht. Also wirklich, wirklich von früh bis spät, oft sogar 10 Stunden. Aber ich habe mich jedes Mal auf den nächsten Tag sehr gefreut. Genau. Also heute ist Tinas Tag. Aufgeregt. Hast du mal schon ein Video? Ja. Total. Ich bin ja von Grund auf nervös. Was hast du mit der Siegerprämie in Höhe von 1.000 Euro bis jetzt gemacht? Gar nichts.
Nee. Also ich fahre mit meinen Mädels nächsten Freitag nach Malta. Da wird mein Junggesellen gefeiert. Und ich habe für die 1000 Euro eine Yacht gemietet und passende Outfits gekauft. Also eigentlich alles an die andere rausgegeben. Aber ja, es wird Spaß machen. Alles richtig gemacht. Cool. Was war dein lustigster Moment? Das weiß ich ganz genau. Mein lustigster Moment überhaupt bei Shopping Queen Dreh war, das habe ich glaube ich euch noch gar nicht erzählt, gell? Ich fahre dann mit dem Shopping Queen Bus mit meiner Tochter. Stunden später. Fahre ich direkt vom Friseur, ne? Die Gesichter zu sehen. Was war die größte Herausforderung in der Drehwoche? Klar, an sich für jeden den Shopping-Tag, aber das war halt meine persönliche Herausforderung für einen Tag und dann war es auch vorbei. Ich war montags ja dran. Ich habe ja nur noch gechillt danach und konnte auch so ein bisschen mehr ich sein, weil ich dann halt einfach keinen Druck mehr hatte. Ja. Würdest du nochmal bei Shopping Queen mitmachen? Also ich habe gesagt, ja, unbedingt. Bloß geht es natürlich nicht. Aber ich habe schon den ganzen Freunden, Bekannten, allen möglichen Leuten gesagt, bewirbt euch bitte und nehmt mich mit als Ringleiter. Ja! Weil ich würde schon gerne nochmal den ganzen Crew sehen wollen, den ganzen Stress erleben wollen. Und ja, also Leute, ihr wisst Bescheid. Wie bist du mit dem Motto Viva Magenta zurechtgekommen? Eigentlich sehr gut, da ich ja bunt durchs Leben gehe und deshalb war das für mich genau die richtige Farbe. Viva Magenta und Pink, ich stehe sowieso auf Pink und von daher war es eigentlich für mich mega cool, diese Farbe. Und vor allen Dingen war das so, diese Farbe konnte man ja kombinieren mit deinem Outfit und das war für mich super. Ne? Wie haben die Verkäuferinnen reagiert, als du in deinen Läden beim Shoppen warst? Tatsächlich habe ich gar keine Verkäuferin angesprochen bewusst, weil ich gar keinen Bock drauf hatte. Das war ich selber. Nein, weil ich eh schon sehr nervös war und ich wollte dann das einfach mit meiner Shoppingbegleitung alleine machen, weil ich bin da sehr speziell, was ich halt anziehen will und ich denke halt so, boah, wenn die jetzt das da alles hinschleppt, dann sage ich ja, schön. Und es gefällt mir halt einfach nicht, deswegen habe ich einfach gar keinen angesprochen. Sieht man mal, man muss immer als Kamerateam dann gehen und shoppen, da kommt man sich immer vor wie so ein Star. Was wäre für dich. Du bist ein Star, der Cake-Star. Cake-Star! Was wäre für dich ein Horror-Motto gewesen? Motto? Horror? Ne, ich hätte nichts aufgehalten. Dessous wäre für mich so. Boah. Dessous? Ja. Aber ich war ja für alles offen, ich habe gesagt, egal was kommt. Es wäre eher vielleicht schlimm gewesen, wenn es so ein langweiliges Motto gewesen wäre. So, trage deine schönsten Ringelsocken. Ja, aber weißt du was? Wie sehr hast du dich auf die Ausstrahlung gefreut? Ja, mega. Ich glaube, da haben wir uns alle drauf gefreut. Ja. Ich glaube, Woche für Woche, noch eine Woche, noch drei Tage, noch zwei Tage. Und da gibt es ja dann bei RTL Plus, darf man ja schon vorgucken, ne, die Folgen. Das war ja Tipp von Tanja. Tanja ist ja voll unsere Shopping Queen Expertin, kann man wirklich sagen. Genau. Also jede Frage, die wir auch hatten, haben wir immer gefragt, Tanja, wie ist das bei Shopping Queen? Ja. Also. Hatte deine Shoppingbegleitung viel Einfluss auf deine Outfitwahl? Ja. Tamara und ich ergänzen uns eigentlich sehr gut. Ich war eigentlich schon immer so ein kleiner Paradiesvogel. Und ich stich so immer raus bei uns im Ort, ne? Und was? Du warst ein Paradiesvogel. Ich bin. Ja, und Tamara und ich ergänzen uns eigentlich vom Outfit her recht gut. Und Tamara war wirklich eine ganz tolle, super Hilfe und Shoppingbegleitung. Und die hat mir mein Outfit auch gerade das Oberteil, wo ich gesagt habe, das passt nicht. Und ihr sagt, zieh das doch mal an, zieh es doch einfach mal drüber. Wo dann sogar der Götz gesagt hat, wow, hey, also, wow, das passt, ne? Mhm. Wo ich dann echt überrascht war, diese Kombination hätte ich nie gedacht, ja. Und das muss ich dann Tamara auch anrechnen. Wie viele Punkte gibst du dem Format Shopping Queen? Sorry, Carla, hattest du eine Schärpe bekommen? Nein. Hast du eine Krone bekommen? Nein. Wo ist es? Na. Leute, wir haben 2023 und heute zählt nur Para. Ja, also, ich habe nur The Money bekommen. Also der eine Krone oder so eine Mini-Tiara, ja, das wäre schon schön, einfach fürs Gefühl.
Also Erinnerung wäre es bei mir nicht. Ich wäre damit jeden Tag einfach ach so, ja, durch den Mund gelaufen. Aber wir haben alle die Original Shopping Queen Tasche bekommen. Ja. Genau. Und da haben wir uns jedes Mal irgendein Blödsinn einfallen lassen. Gucci, Gucci, aya, da, da. Gucci, 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 Gucci. Und ich muss sagen, oftmals mit Dina. Ja. Die haben jetzt gar nicht zugehört. Shopping Queen! Ja! Yeah. Ich wollte sagen, du warst dabei. Das war Shopping Queen heute mit einer exklusiven Sendung für Trendy One. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ihr habt Spaß gehabt. Wir haben auch im Augsburger Dialekt gesprochen. Ich glaube, wir sind uns alle treu geblieben. Von der ersten Sekunde bis zur letzten haben wir das Format gerockt, würde ich sagen. Und schaut rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt. Das ist ja auch in der Mediathek Forever auf RTL Plus. Somit sagen wir Tschüss. Vielen Dank, dass ihr heute Zeit hattet, dass ihr gekommen seid. Danke, Tanja. Danke schön für die Einladung. Danke, Werner. Vielen lieben Dank, hat mega Spaß gemacht. Danke, Tina. Danke, Carla. Sehr gerne und danke nochmal, dass wir dabei sein dürfen. Ja. Danke, Lydia. Ja, danke schön und ja, wie gesagt, es war ein Highlight in meinem Leben. Auf jeden Fall. Allein den Paradiesvogel Lydia kennenzulernen. Und wir freuen uns auf das nächste, auf die nächste Sendung. Jana und ich, wir werden das wieder gemeinsam rocken. Wir halten die Spannung hoch. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Servus, bye bye. Ciao. Und ciao. Haltet die Ohren steif.